Hallo zusammen und damit heiße ich euch auch diese Woche wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Nun, in der letzten Woche habe ich euch ja ein verlassenes Kinderheim gezeigt und musste dazu ehrlich gesagt eine ganze Menge recherchieren. Nun, diese Woche war das eher nicht der Fall. Meistens ist es ja so bei Plattenbauten, da gibt es nicht viel zu recherchieren, Adressen und Baujahr und so weiter. Selbst das ist meist schon etwas schwierig. Aber ich konnte im Groben einiges dennoch für euch herausfinden. Das erzähle ich euch alles gleich im Video, also kommt nun am besten mit auf Tour, den Rest erfahrt ihr von mir gleich. Und wenn euch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands besonders interessieren, dann schaut doch dazu am besten mal auf unseren Kanal. Hier findet ihr jede Woche Mittwoch eine neue Folge zum besagten Thema. Aber nun würde ich sagen, Schluss mit dem Gequatsche und rein ins Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig. Und in dieser Folge zeigen wir euch die ehemalige 96. Mittelschule oder, wie sie zu DDR-Zeiten genannt wurde, die POS Otto Heckert. Nun, wir möchten uns in dieser Folge natürlich wieder mit den typischen Fragen auseinandersetzen. Zum einen die Frage, wann wurde das Ganze errichtet, ab wann wurde unterrichtet, bis wann hat man das getan, warum hat man sie geschlossen, wie sieht es dort heute aus und natürlich auch gebäudespezifisch, wer war Otto Heckert. Nun, um all diese Fragen zu klären, fangen wir am besten beim Urschleim an. Wir befinden uns hier im westlichen Leipzig, dem bevölkerungsreichsten und flächenmäßig größten Stadtteil. Wir befinden uns in Grünau. Allerdings Grünau nicht mit dem Grünau in Berlin zu verwechseln, auch wenn es sich dort ebenso um eine sehr, sehr große Plattenbausiedlung handelt. Nun, eine solche große Plattenbausiedlung wie hier in Leipzig kann natürlich nicht ohne ein System entstehen und so entschloss sich die DDR-Führung relativ zügig in einem sogenannten Wohnkomplexsystem etappenweise, man könnte sagen viertelweise hier, Stück für Stück diesen Stadtteil aufzubauen. Insgesamt entstanden 9 sogenannte Wohnkomplexe und wenn man aus Grünau kam, dann wird man sich vielleicht erinnern, man hat nicht gesagt, wo man herkam, aus welcher Straße oder aus Grünau oder aus Stötteritz, sondern man sagte, man kommt aus dem WK4 oder aus dem WK3 oder aus dem WK1. Die Schule, in der wir uns hier befinden, steht übrigens im WK7, allerdings bin ich mir nicht ganz genau sicher, ob es der WK7 oder WK8 ist, denn eine wirkliche Grenze sehe ich auf der hier eingeblendeten Grafik nicht wirklich, wobei ich vermute, dass die S-Bahn-Linie oder eventuell die Lützner Straße hier die beiden Wohnkomplexe trennt. Wie auch immer, egal ob WK7 oder WK8, beide Wohnkomplexe sind als letztes fertiggestellt worden und das war mit Anfang der 80er Jahre. Die Schule trat ihren Dienst, so wie ich nachlas, 1982 an und unterrichtete hier bis 2004. Und jetzt wird man sich die Frage stellen, ja 22 Jahre, dafür baut man ja wohl mit Sicherheit keine Schule, da kann man ja auch die Kinder irgendwo anders unterbringen oder heute würde man wahrscheinlich eine Containerburg aufbauen, aber 22 Jahre ist tatsächlich sehr wenig. Der Grund ist aber auch hier der demografische Wandel und es ist derselbe Grund, wie beim Lichtenberg-Gymnasium oder beim Ratze-Gymnasium und bei 1, 2, 3 weiteren Schulen hier in Grünau. Der demografische Wandel ist allerdings nur ein Symptom, denn die Gründe dafür sind recht vielfältig. Wir haben mit dem Ende der DDR einen großen Wegfall von Arbeitsplätzen, von Lehrplätzen und Ausbildungsplätzen, so dass einfach viele Menschen Angst hatten vor der Zukunft. Was soll passieren? Habe ich Wohlstand? Wie sieht es aus mit einer Rente? Kann ich was sparen? Kann ich mir was leisten? Alles so ungewisse Fragen, die man sich in dieser Zeit nicht beantworten konnte. Und so entschlossen viele junge Menschen, aber auch Menschen, die noch keine Kinder hatten, junge Familien, wegzuziehen, woanders hinzugehen, dorthin zu gehen, wo es Arbeit gab. Und so wurde hier aus Grünau teilweise ein Geisterviertel. Wir hatten zeitweise über 40% Einwohnerrückgang und das bedeutete natürlich enormen Leerstand. Im Zuge dessen wurden auch viele Häuser, ganze Straßenzüge, ja sogar ganze Wohnviertel und Höfe wurden weggerissen, um einfach hier dem Ganzen Herr zu werden. Aber am Ende sorgte das nicht wirklich für Restrukturierung und Modernisierung. Die sollte erst viele, viele Jahre später kommen. Aber im Zuge des demografischen Wandels blieben halt nicht nur Wohnhäuser zurück, sondern halt auch Schulen. Denn weniger Menschen bedeutet weniger Kinder. Und weniger Kinder bedeutet weniger Schulen, also öffentliche Einrichtungen. Und so wurden viele, viele Schulen geschlossen, eben halt auch diese hier. Die nächste Frage, die es zu klären gibt, ist natürlich Otto Heckert. Wer war diese Person? Und es ist im Prinzip ganz typisch DDR. Man hat hier wieder einen alten Funktionär als Beinamen benutzt. Otto Heckert war ein Widerstandskämpfer zur Zeit des Nationalsozialismus, aber er war nicht nur Widerstandskämpfer. Er war Politiker bei der KPD, bei der SED und vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war tätig bis in die 60er Jahre, war auch zweimal während des Zweiten Weltkriegs in einem KZ interniert als politischer Häftling.
Und eben deswegen hat man ihn vermutlich dann halt auch geehrt und hier als Beinamen für eine Schule genutzt. Wie sieht es dort heute aus? Das ist die letzte Frage, auf die wir heute eingehen wollen. Nun, das Gebäude war über die vielen Jahre sehr, sehr heruntergekommen. Es gab mehrere schwere Brände hier in dem Objekt. Das Ganze sah auch wirklich nicht mehr schön aus. Es musste sich nun endlich was tun, obwohl die Stadt ja gut anfing. Man hat das Gebäude relativ schnell nach der Schließung veräußern können. Allerdings gefiel der Stadt nicht so richtig die Pläne. Zumindest war das das, was ich rauslesen konnte. Man wollte ja schon recht zügig hier ein Seniorenheim errichten. Allerdings, warum auch immer, hat man dem Ganzen nicht so ganz stattgegeben und eine Genehmigung wurde nie erteilt. Aber jetzt haben wir 2021 und potzblitz, aus den Plänen von 2010 wurde nun doch Realität und heute soll aus diesem Ganzen ein Seniorenheim, ein Altenheim werden. Die Baumaßnahmen sind auch schon recht weit fortgeschritten. Am Ende des Videos blende ich euch dazu gerne auch noch einen relativ aktuellen Mitschnitt ein. Allerdings ist das jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Das soll es jetzt von mir gewesen sein an Ort und Stelle. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Im Nachhinein gibt es wie immer noch einige Bilder von mir. Wenn ihr Bock habt auf weitere verlassene Orte, dann abonniert gerne unseren Kanal. Hier findet ihr jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Ich verabschiede mich, bleibt gesund, macht's gut, bis nächste Woche und ciao.